Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Stronghold 1. Ich freue mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen und ich denke mal, ohne große Worte hier zu verlieren, gehen wir auch direkt in die Mission Nummer 7 und zwar das Ende der Belagerung. Vor vielen Tagen lang ist's her, log die Ratte, dass sich die Balken bogen. Diese Unart störte manche sehr, und Pfeile bald vom Himmel flogen. Die Ratte hörte Bögen zischen und sputete sich, um zu entwischen. Doch wer Unrecht sieht, der erntet den Lohn. Auch der Ratte wird ihre Strafe drohen. Die Barden im ganzen Land geben ihr Bestes, um die Autorität der Ratte zu untergraben. Da das Urteilsvermögen von Lord Woolsack in Frage steht, übernimmt Sir Longarm die Führung. Kurz darauf erfahrt ihr, dass der nervöse Lord Mannequin den Mut gefasst hat, sich mit euch gegen den Feind aufzulehnen. Der Püs, ihr müsst euch um Lord Mannequin kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Nun, ich muss erst meine Grafschaften zurückfordern und ich habe noch nicht genug Truppen, also ich erwarte noch Verstärkung von... Genug. Belagert die Grafschaft Lord Mannequins oder ich lasse euch hängen. In Anerkennung eurer Dienste befördere ich euch hiermit zum Kommandanten aller aufständischen Truppen. Ihr habt es euch redlich verdient. Eure erste wichtige Aufgabe ist es, Lord Mannequin zur Seite zu stehen, bis die Belagerung seines Bergfriedes aufgehoben ist. Lord Mannequin wird belagert und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft fiele. Geht mit einer Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Tja Leute, damit ist das Ziel ja eigentlich klar. Wir müssen Lord Mannequin beschützen. Und ich denke mal... Schafft die Männer schnell auf die Welle. Oh, jetzt bin ich direkt angestiegen. Okay. Dann machen wir hier, machen wir euch in Abwehrhaltung. Und hier, ihr kommt hier hoch. Und euch muss ich auch hier oben haben, für den Fall der Fälle. Weil, die zwei, drei, die können hier nichts bewegen drin. So, in der Zeit bauen wir schon mal unsere Festung ein bisschen aus. Weil, wir müssen ja mal gucken, dass wir auch irgendwie Land gewinnen. Okay. Und dann wird das schon nochmal. Waffenkammer, alles steht schon. Sehr gut. Dann baue ich jetzt noch hier am Arsch der Welt mal wieder, wie es sonst der Fall ist, eine Hütte. Gut. Da würde ich mal sagen, noch zwei Bäckereien. Hier baue ich mal. Ja, jetzt kann ich nichts machen, weil die Ratte hier angreift. Super. Okay, wie ihr sehen könnt, gibt die Ratte hier gleich am Anfang Vollgas. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diese erste Welle schon mal bestehen im Großen und Ganzen. Ah, wunderbar. Baue ich da noch eine hin? Und da noch eine hin? Und dann würde ich sagen, baue ich noch eine Getreidefarm, eine zweite. Ah, wunderbar, hier unten ist sogar noch Platz genug dafür. Okay. Und zum Abschluss noch eine Hütte. Gut. Steuern. Machen wir mal extra Rationen und machen moderate Steuern. Aber erstmal niedriger. Dass wir zwar Geld kriegen, aber. Ja, komm, du willst es doch nicht sagen, dass ich jetzt direkt am Anfang, oder? Mein Bogen ist Feind, Pfeile bereit. Man rückt dem Lord so lange weg. Bogen gespannt. Ey, du willst mir jetzt schon verrecken, bevor wir hier überhaupt angefangen haben. Das wäre ja richtig blamabel. Okay, wunderbar. Gut. Steine produzieren, jawohl. Sehr gut. Unsere Bäckereien backen, das ist auch gut. Dann würde ich mal sagen, warte ich jetzt noch auf das Holz und dann kann ich ja schon direkt loslegen, hier die Waffenproduktion anzukurbeln. Weil ich werde hier alles wirklich brauchen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Okay. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ich mache ich mal weg, dann kriege ich wenigstens das Holz dazu.
Und ich werde den ganzen Palisaden müsst ihr nicht brauchen. Gut. Oh, und damit haben wir sogar noch Holz geholt. Eingespart. Gut. Da brauche ich eins hin. Da brauche ich einen hin. Ich brauche so viele Bogenschützen wie nötig. Ich habe keinen Bock, bei dieser Mission die kürzeren wieder zu ziehen. So, die Steine liefern. Perfekt. Dann sage ich mal, bauen wir mal hier. Mal weiter. Und tun unsere Festung mal schön etwas aufbauen. Mal hier mehrere Balle hin. Dann hat die Ratte nämlich ein Problem. Erstmal hier durchzukommen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen so, hier kommt mir da hoch. In Bewegung. Rücken aus. Sehr gut. Fängt ja schon gut an. Alla. So, was könnte ich noch bauen, um der Ratte das Leben schwer zu machen? Gucken wir mal. Pikenmacherei brauche ich noch unbedingt, aber ich brauche noch unbedingt noch ein paar Bäckereien. Weil mit den Pavoschalen gut auf moderate Steuern geht es ja noch und ich versuche ja meine Einheiten hier niedrig zu halten. Ich brauche hier nur Gold, mehr brauche ich nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Gut, du kommst dahin. Dann baue ich hier eine Pikenmache. Mal hier zwischen rein, genau. Perfekt. Die Holzfäller, die sind gut dabei. Klasse. So, aber ich glaube, um das ganze Ding noch ein bisschen zu beschleunigen. Sind zu knapp, und noch ein Ochsenjoch. Weil Steine brauche ich auch. Sind zu knapp, gut. Eine Hütte für volle Fälle und jetzt noch ein. Nein. Ja, das ist eine gute Idee. Noch eine Fallmache. Wie gesagt, Pfeile kann ich nicht mehr wie genug brauchen. Eure Befehle? Und diese Mission nimmt noch einen Fahrt auf. So, ihr kommt mal darüber und bleibt verteidigungshalten. Ja, ihr bleibt bitte hier. Und die anderen stelle ich mit oben. Ihr könnt auf uns da drauf. Genau. Hm. Ich denke mal die Bäckereien lang. Aber zur Sicherheit, man weiß ja nie. Noch einer. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier das ganze Ding mal geschaukelt kriegen. Da oben ist ja noch ein Fallmacher. Wunderbar. Ich bin mal gespannt. Das läuft ja jetzt momentan wie geschmiert. Perfekt. Jetzt habe ich wieder ein paar Steine. Ah, meine Maus ist teilweise viel zu schnell. Ich muss das unbedingt mal einstellen. Gut, dann... Oh. Wohin gehen wir? Ihr kommt mal da hoch. Ich brauche immer mal Verteidigung. Weiter. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich... Du da hoch. Bin zur Stelle. Bogenschützen, du kommst dahin. In Bewegung. Insgesamt 17 Bogenschützen. Ja, das ist akzeptabel, aber man weiß ja nie, was so alles auf uns zukommt. Bin zur Stelle. Wieder einer mehr. Mein Bogen ist euer. Auch wieder da hoch. Perfekt. Es scheint zu funktionieren. Ich bin begeistert. Wir verlieren ein bisschen Gold. Vorräte schwinden dahin. Gut, den Schachzug halten. Ach, den Schachzug. Versprechen mal wieder. Typisch. Das ist immer nervtötend. So, das. Was wollte ich gerade eben sagen? Oh, ich hab's vergessen. Was soll's? Gut, die Ochsenjoche, die. Ja. Wir werden immer voller, perfekt. Unser Getreidefarm, die schiebt fleißig hinterher. Wunderbar. Jetzt habe ich nur kein Holz mehr, okay. Kommt, Holzfälle. Lass mich diesmal nicht im Stich, bitte. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Kümmere dich ums Kind, halt die Klappe. So. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Och, gib mir jetzt den Schaum und die Nachricht. Das muss nicht unbedingt sein. So, du bist bescheuert. Du bleibst schön da, wo du mal bist, mit ein bisschen Leben, wo du noch hast. Na gut, mit der Hälfte. Okay. Wir benötigen Holz. Ja, ich hab genug Holz. Immer mehr und immer mehr.
Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie der Angriff der Ratte jetzt mal ausfallen wird, der nächste. Ich habe so meine Bedenken. So, muss ich mal hier mal zu. Schönen Ball hier bauen, dass die nicht so einfach durchkommen können. Gibt nichts Schlimmeres, wenn die die Mauern durchbrechen. Da habe ich nämlich keine Chance mehr. Okay. Und der nächste Ochse ist unterwegs. Perfekt. Ah, man kann sich schon sehen lassen, oder? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ich habe so das Gefühl, dass ich noch eine Getreidefarm brauche. Gut. So, jetzt heißt es im Prinzip nur noch abwarten. Wir können jetzt nicht mehr produzieren. So viele Gebäude haben wir jetzt natürlich nicht zur Auswahl. Ich denke mal, noch eine Pikenmacherei vielleicht nicht schlecht. Das wäre aber jetzt das Letzte. Okay. Der Rest lasse ich schon mal in der Produktion. Nein, jetzt nicht mehr. Gut, du kommst rein. So, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken und gucken, was die Ratte jetzt damit macht. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt... Bin ich mal gespannt. Oh, 16 Steine, perfekt. Kann ich weiterbauen. Und alles hier zumauern. Das muss ein richtiges Bollwerk geben am Ende, dass der Ratte das Lachen vergeht, wenn ihr mit ihren Truppen anmarschiert. Eure Befehle? Rücken aus! Okay. Bin zur Stelle. Abwehrhaltung, Angriffshaltung. Ich weiß nie, was ich bei den Bogenschützen nehmen soll. Das ist mir so eine blöde Entscheidung. Nennt euren Wunsch. Euch setze ich mal auf Angriffhaltung, falls was ist. Gut. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ach, das brennt das Mädchen seit Minuten. Jetzt gehen wir nicht auf die Nüsse. Okay. Oh, das ist blöd. Mit Quadrate wird es langsam eng. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ah, ein bisschen durchhalten müsst ihr aber. Sind auf dem Weg. Ihr schon wieder. Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Wie dem auch sei. Ich so. Das Tor wird geschlossen. Ja, dann machen wir. Ich bin gut vorbereitet. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Gut. Ja, ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ist zwar etwas anschaulich, aber... Klein, aber fein. Das sollte es eigentlich gewesen sein dann. Ich glaube, in dem Level haben wir zwei Angriffe der Ratte zu befürchten. Ich hoffe, dass die Ratte mich jetzt nicht auseinandernimmt. So. Das ist immer so eine blöde Geschichte. Und was machst du, Edelbert? Gut, gut. Oh, ey, was ein armes Schwein. Ihr könnt auf uns zählen. So. Die arbeiten. Oh, das sind auch zwei. Achso, jetzt sind meine zwei von Anfang an. Oh, jetzt geht's raus. Jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Bin zur Stelle. Mein Herr, in Bewegung. Alle auf die Position, Männer. Jetzt wird's ernst. Ja, es wird ernst. Es wird bitter böse ernst. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay. Das sieht einfach nur beschäbig aus. Das ist nicht feierlich. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Achso, du kommst jetzt auch mal da hoch. Alles, was ich gebrauchen kann, wird jetzt auch geschossen. Egal wie. Der Kampf muss weitergehen. Bin zur Stelle. Ah, das ist immer blöd. Ich will die Ungen auf die Mauern setzen, wenn die runtergeholt werden. Sind sie gleich frisch Fleisch. Mein Bogen ist euer. Nicht gut. Okay, jetzt geht's los. Lass mich nicht im Stich. Boah, das ist schon brutal, so ein kleiner Haufen gegen so eine Armada, wo auf dich zugestimmt kommt. Ist schon bestialisch. Aber es sieht gut für uns aus gerade. Die Leiterträger, die werden voll unter Beschuss genommen. Perfekt. Lord Mannigan, du wirst hier nicht sterben. Ich hab's zumindest nicht vor.
Rücken aus. Gut. Allzeit bereit. Womit kann ich nennen euren Wunsch? Wunderbar. Die Bogenschützen sind soweit wie gut angeschlossen. Oh, nee. Ist doch ein Scherz, oder? Eure Befehle sind auf dem Weg. Aufkommen wieder hoch. Dass ihr wenigstens noch ein bisschen Feuerkraft geben könnt. Das ist doch nicht normal. Oh, das... Fangt jetzt bloß nicht an. Nicht das Torhaus. Oh, sorry. Oh, verdammt. Boah, ey, die Ratte, die gibt aber Gummi. Mein lieber Mann. Da ist jeder hoch. Wenn das Tor schon kaputt geht, könnt ihr wenigstens von da noch weiter schießen. Boah, alter Schwede. Boah, gibt die uns eben Zündfeuer, die Alte. Mann, oh Mann. Mann, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, die Pater hochzuziehen. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Oh, komm, mach die Paar noch kalt. Kommt, Leute. Auf. Lass mich nicht stinken. Ja! Jawohl, Leute. Boah. Böse. Das war wirklich gemein eben. Okay. Da wird zwar Zeit, die Mauer wieder aufzubauen, weil das hat eben ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, das Tor ist lasse ich weg. Das brauche ich nicht unbedingt. Okay. Oh, ich brauche Steine, bevor die Ratte wieder kommt. Allzeit bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Ah, komm, dass es ein bisschen schneller geht. Toi, das war eben ganz böse. Eure Befehle? Okay, 29 Bogenschützen habe ich noch, perfekt. Das ist schon mal weniger verreckt, wie ich Angst geklaut habe. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay, jetzt gucken, dass wir was gewinnen. Gut. Damit wäre die erste Welle schon mal bestanden. Da ich hätte eben nicht dran geglaubt, dass das noch hinhaut. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Jetzt bauen wir mal langsam unsere Verteidigungsanlage wieder zu. sonst sehe ich gar schwarz für mich. Okay, ihr bleibt da drauf. Bin zur Stelle. Darf uns zählen. Und immer fleißig rekrutieren. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. So, ihr könnt wieder da hoch. In Bewegung. Ihr habt eben gute Dienste erweist. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns. Ihr kommt dahin. Ja. Du kommst dahin. Okay. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ganz böse. Das ist super, jetzt habe ich genug Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ach, oh, geht mal aus dem Weg. Ich hasse das für die Pest. Ich habe das schon in Stronghold Crusade schon gehasst. Okay. Bogenschützen bereit. Hier wieder da hoch. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Na, whatever. Die Bevölkerung wächst, mein Essen wird weniger. Super. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Lass mich nicht hängen. Bin zur Stelle. Nicht vor Schluss. Mein Bogen ist euer. Okay, ihr wieder da hoch. Weg. Steine. Okay. Aber es sieht zumindest gut für uns aus im Moment. Die Nahrungsvorräte also sind knapp, Sire.
Ich glaube, die kann ich abreißen, die brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Warte. Nö, eigentlich nicht. Da kommen die eh nicht hoch. Ich hoffe zumindest nicht. Stehe ich nämlich blöd da. Naja, auf jeden Fall der Fälle kommen. Man weiß ja nie. Das ist schon geil, hier stehen die Steinmauern, da steht einfach nur so eine blöde Holzpalisade. Das ist immer wieder typisch. Bin zur Stelle. Auf uns zählen. Wohin gehen wir? Meine Befehle? So, 35 Bogenschützen, jawohl. Sieht gut aus. Allzeit bereit. Jeder hoch. Bin zur Stelle. Und ihr paar bleibt in Abwehrhaltung, damit die Ratte mir nicht zu blöd kommt. Eine Botschaft der Ratte. Aha. Seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Ihr zumindest nicht so schnell, wie ich es vorhabe. Womit kann ich dienen? Okay, Steine. Sehr gut. So, ihr dahin. Boah, so viele Lische. So, kommt. Stamm mal zu. Die Nahrungsvorräte sind sehr genau. Knapp, Sire. Dann noch zumachen, dass ja nichts passieren kann. Ich denke mal, so ein Wall jetzt drumherum wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die Truppen der Ratte greifen an. Ah, zu viel zu Wall. Bin zur Stelle. Okay. Mein Bogen ist euer. Los geht's. Rücken aus. Auf in den Krieg. Ah, komm, bevor die Ratte kommt. Wir benötigen Steine. Auf Ochsenjoch. Ja, besser wie nix. Das war schäbig. Ausgerechnet jetzt da die freie Fläche, wo die volle Schussbahn haben. Oh. Das ist nicht gerade schön. Bin zur Stelle. Auf uns zwei, ja? Sind auf dem Weg. So, meine Treppen ist noch heil geblieben. Wunderbar. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Ihr könnt auf uns zählen. Boah, jetzt aber. Eure Befehle? Oh, wie die da vorne rennen, die Kinder kreischen nicht schon rum. Die fahren ja noch gar nicht da dabei. Okay. Bin zur Stelle. Hier dahinter. Oh, ich brauch Stab. Boah, das blöde Mikrofon. Ab und zu mal komm ich immer wieder dagegen. Okay. Jetzt geht's los. Der Ernst hat begonnen. Lasst mich nicht hängen, Leute. Bitte. Jawohl. Leiterträger, hol's runter. Ah, die Bogenschützen nehmen rapide ab von der Ratte. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, ihr da hoch. Alles, ich brauche alles, ich brauche wirklich alles. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Schiebt sie weg. Ah, verdammt. Jawohl, die Bogenschützen sind so gut wie weg. Perfekt. Oh. Mein Bogen ist euer. Ihr dahin. Das wird sonst nichts mehr. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Okay. Bevor die jetzt meint, hier da einzumarschieren zu müssen. Du sollst da hoch. Verdammt. Okay. Ah, das sieht aber wirklich sehr gut aus. Wir haben, es scheint so, als hätten wir doch gewonnen. Das wäre super. Böse. Rücken aus. Okay. Oh, da kommen noch ein paar. Ach, verdammt, das war noch gar nicht alle. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle sind auf dem so, Weg. Ihr auch da hoch. Ihr könnt du auf uns zählen. Kommst da unten hin.
Ihr ganzen Leute geht in die Angriffshaltung. Falls sie wirklich durchmarschieren sollten. Okay. Boah, hart. Schiebt sie weg. Aber dennoch. Von der zahlenmäßig sind wir die Übermacht. Da können noch so viele Katapulte oder sonst was kommen. Oh. Wow. Was Glück habe ich die Bogenschützen da aufgenommen. Gut, ihr da hoch. Ah, Leute, lehnt euch zurück und genießt, dass wir die Ratte hier als Verrecken kriegt. Ich bin zufrieden. Das nenne ich mal gut gelaufen. Boah, ich hatte die Mission irgendwie schlimmer in Erinnerung. Keine Ahnung warum. Tja, ja, aber die Ratte sollte ja auch ihre Freude haben. Perfekt. Haha, stirbt alle, Leute. Legt euch nie mehr mit mir an. Oder zumindest nicht mehr für diese Mission an. Aus. Oh, eine Zukunft ist auch blöd. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, so. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist teuer. Visiere an. Perfekt. Jetzt kommt noch die restliche verbliebene Armee. Zumindest das bisschen da. Allzeit bereit. Das heißt im Prinzip. Eure Befehle? Erlauben wir uns noch einen kleinen Spaß. Rücken aus. Dies erlegen wir jetzt. Ja, die paar, die Leiterträger und die paar Lanzenträger, die können jetzt nichts mehr tun. So viel dazu, Ratte. Wieder ein ruhmreicher Sieg meiner Armee. Ich glaube, ich habe viel Glück. Irgendwie. Komm, die paar noch und dann Schicht. Ja, Leute, damit ist die siebte Mission im Großen und Ganzen auch geschafft. Das war sogar der letzte Angriff. Hat schon recht gehabt mit zwei. Perfekt, wir haben Lord Minigan beschützt. Weil dieser Feigling nicht auf sich selbst aufpassen kann. Aber egal, die Mission ist gewonnen, die Grafschaft gehört im Prinzip uns. Ist mir Wayne. Ist mir wirklich Wayne. Ich bin nur happy, dass ich diese blöde Mission gepackt habe. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt volle Kanne wieder eine auf den Deckel. Aber gut, ich denke vielleicht viel zu pessimistisch ab und zu mal. Ah, komm, Siegmeldung. Ah, die blöden Baumeister müssen mal wechseln. Vor allem, da steht der Wegweiser, die gehen in die falsche Richtung. Ich habe keine Nahrung mehr. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Perfekt. Why? Heftig. Eine Botschaft der Ratte. Nicht schon wieder! Es ist nicht zu fassen! Ich bin von Idioten umgeben! Na 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 na. Tja, Ratte, so viel dazu. Du hast gemeint, du könntest Bestieß verpacken. Mal wieder. Sieg. Aber diesmal bist du verreckt. Ich muss sagen, ich bin wahrhaft beeindruckt von eurer militärischen Leistung. Ich habe selbst schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, es dieser erbärmlichen Ratte zu zeigen. Ich bin mir sicher, wir kommen zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Übereinkunft. Tja Leute, damit ist die Mission gewonnen. Und im nächsten Part von Stronghold geht es dann mit der nächsten Mission weiter. Was die Schlange jetzt angeht, bin ich mal gespannt, was sie vorhat, weil der Trausch nämlich auch nicht über den Weg. Und da würde ich mal sagen, adieu und bis zum nächsten Mal, euren Tasmansatz. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Kommentar würde ich mich vielleicht gerne mal freuen. Oder wenn es euch wirklich gut gefallen hat, ein Abo ist natürlich nicht zwingend notwendig, also bin so schön selbst. Oder einfach nur ein Like, das reicht mir auch. Also überlasse ich euch. Wie gesagt, Kritiken sind auch gerne erwünscht, Feedbacks natürlich. Freue ich mich immer, wenn ich irgendwelche Vorschläge kriege, wo ich mich verbessern kann und was eventuell verbesserungswürdig ist oder was Gutes und was Schlechtes. Also ihr wisst ja, was ich meine, denke ich mal. Alles klar, Leute, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Adieu.